Blackstone, vollziehe mit uns die Reise deines Lebens und unterstütze dadurch Leben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, liebe Geschwister, euer Bruder Abu Nahila, der Organisator von Blackstone Charity Hajj und Umrah. Ich bin geehrt, euch dieses gewaltige und wunderschöne Projekt mitteilen zu dürfen. Ein Projekt, wodurch ihr einen höheren Effekt und einen höheren Nutzen für eure Spende erzielen könnt. Jeder beabsichtigt die Reise seines Lebens, die Reise zu Bilal al-Haramein, zu den gesegneten Orten Mekka und Medina, um sich selbst zu reinigen und um die Riten zu vollziehen und Allahs auferlegte Pflicht mit Liebe zu erfüllen. Gleichzeitig möchte jeder auch seine Geschwister unterstützen. Und genau das ist der Sinn hinter Blackstone. Der Gewinn von deiner Umrah oder der Gewinn aus deiner Hajj wird für die Projekte gespendet, die den Geschwistern in Afrika oder in Syrien, in Aleppo, für Krankenhäuser, Brunnenbau und so weiter und so fort zugutekommt. Und in diesem Sinne lade ich euch ein, eure Umrah, eure Hajj über Blackstone zu machen, um dadurch eure Geschwister zu helfen und auch zu sehen, wie eure Spende, wie eure Hajj oder wie der Gewinn von eurer Pilgerreise dort ankommt, wo es nötig ist. Und einer unserer Reiseleiter, einer der Helfer, während der Hajj und während der Umrah ist der Bruder Abu Aliya, an dem ich gerne das Wort übergeben möchte. Barakallahu fik, Achi. Alhamdulillah, liebe Geschwister, wie der Bruder schon sagte, Blackstone ist eine Organisation, die euch hilft, eure Hajj oder eure Umrah, die eine Reise, die fürs Leben ist, eine Reise, die jeder Muslim plant, da die Hajj sowieso eine Säule der fünf Säulen im Islam ist. Und wir reden über Orte, wie ein Sheikh in einem Vortrag sie nannte, Orte des Tawhid. In Mekka und in Medina, liebe Geschwister, die Menschen reisen dahin, um ihre Ibadah zu vervollständigen. Sie gehen nicht dahin, um Strände zu sehen, sie gehen nicht dahin, um Landschaften zu erblicken. Man geht dahin, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Man will von Allah das Wohlgefallen erreichen. Und es ist noch viel schöner, wenn man schafft, dieses Wohlgefallen zu erreichen, diese Säule zu erfüllen und dann noch obendrauf Menschen, die bitter nötig die Hilfe haben, dabei zu helfen. Denn wir wissen auch, dass eine Hajj oder eine Umrah nicht sofort so das Günstigste ist, was man machen kann. Es hat einen Preis. Aber wie schön ist das, wenn man weiß, ich bezahle einen Preis und gleichzeitig helfe ich mit diesem Geld anderen Leute, die nichts haben. Ich weiß, im Islam, ein Hajj, die bevorsteht, ist ein gewaltiger Lohn. Und was die Brüder von Blackstone wollen, oder wenn ich als Reiseleiter dabei bin, was ich immer den Leuten immer mitgebe, ist, es geht sich nicht darum, in welchem Hotel du sein wirst, in welchem Bus du bekommen wirst vor Ort, ob dein Ihram dick ist, ob dein Ihram gut ist, ob der teuer. Es geht sich darum, dass du eine angenommene Hajj hast. Weil am Ende der Tage, wenn du vor Gott stehst, wird nicht die Frage sein, wie war das Hotel in Mekka? Die Frage wird sein, ob die Hajj angenommen war oder nicht. Und denke an den Hadith des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Wenn er sagte, und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam was sagt und es ist authentisch, ist es so, als würde er vor dir stehen und es sagen, dass eine angenommene Hajj keinen anderen Lohn an sich hat, außer das Paradies. Das heißt, durch eine angenommene Hajj kannst du doch das Ziel, was jeder Muslim hat, erreichen. Denn das Ziel jedes Muslims ist Al-Jannah. Als die Ansar, liebe Geschwister, die Helfer, den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragten, wo der Prophet bei ihm war und der sagt, wenn ihr uns aufnehmt, wenn die arabische Völker gegen euch stellen, ihr werdet dies und dies und diese Prüfungen haben. Als die Ansar sagten zu ihm, was werden wir dafür bekommen, hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ein Wort benutzt. Er hat gesagt, Al-Jannah. Er hat gesagt, das Paradies. Und das war für sie genug, weil sie wussten, was damit gemeint ist, was dahinter steckt. Und so sage ich, liebe Geschwister, das Wichtigste für uns ist bei dieser Ibadah, dass die angenommen wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das wird die Absicht, meine Absicht, wenn ich als Reisebegleiter bin oder die andere Reisebegleiter, die uns helfen werden vor Ort, wird diese Absicht sein. Wie können wir es schaffen, eine angenommene Hajj zu erreichen? Indem wir sie so machen, wie Allah will und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und somit auch dann auch eine Säule von den fünf Säulen erfüllten, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Islam basiert auf fünf. Und dann zählt er die fünf Säulen des Islam, nämlich die Shahadatain, das Gebet, das Fasten, die Zakat und die Hajj, liebe Geschwister, zum Hause Allahs. Ich hoffe, bi'idhnillah ta'ala, dass die Geschwister sich dafür anmelden und wir gemeinsam diese Tage vor Ort verbringen werden und diese Ibadah erfüllen werden.
Und Barakallahu fikum, und ich gebe das Wort wieder an Bruder Abu Naila, der euch noch ein bisschen von der Organisation erzählt. Also liebe Geschwister, die wichtigsten Eckdaten werden inshallah am Ende des Videos eingeblendet. Und die Kontaktdaten ebenso. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Und nochmal, es geht nicht um unsere Personen, es geht um das Projekt. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, uns schwache Menschen, die auch Fehler haben, den Erfolg zu geben, diesem gewaltigen Projekt für die Umma gerecht zu werden. Und was gibt es Schöneres, als sich selber zu reinigen, wenn man die Möglichkeit dafür hat? Was gibt es Schöneres, sich selber zu reinigen vor Allah und gleichzeitig anderen Menschen eine Freude zu machen durch die Unterstützung? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den Taten, die Allah am meisten liebt, gehört es, einem gläubigen Herzen Freude zu bereiten. Und das ist mein Appell. Bereitet gläubigen Herzen Freude, während ihr eure Reise des Lebens vollzieht und dadurch andere Leben unterstützt. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله